Hallo und willkommen bei Bleib entspannt, deinem Meditationspodcast. Ich bin Kati Claudel und in dieser Episode begleite ich dich nach Lanzarote. Ein Besuch auf dieser spektakulären kanarischen Insel ist ein bisschen wie eine Reise in eine andere Welt. Wenn du schon einmal da gewesen bist, weißt du das bestimmt. Vor knapp einem Jahr hatte ich selbst das Vergnügen, über die Mondlandschaft Lanzarotes wandeln zu dürfen und bin nach wie vor gefesselt von der einzigartigen Atmosphäre, die dort herrscht. Ein wenig davon habe ich in diese Episode fließen lassen. Und so wünsche ich dir herrlich erdende und angenehm beruhigende Erlebnisse bei deiner Traumreise nach Lanzarote. Gute Nacht, deine Kati. Lege dich in dein Bett und mach es dir bequem. Du kannst dich auf deinen Rücken legen und die Arme locker neben den Körper sinken lassen. Schließe deine Augen und atme tief ein und aus. Ein und aus. Beobachte deinen Atem, wie er kühl und leicht in deine Nase strömt. Ein und aus. Wie er durch deinen gesamten Körper fließt. Ein und aus. Von oben nach unten. Ein und aus. Wie er kurz pausiert. Ein und aus. Wie er denselben Weg zurücknimmt. Ein und aus. Und warm deine Nasenflügel berührt, während er deinen Körper verlässt. Ein. Dein Bauch hebt sich. Und aus. Dein Bauch senkt sich. Ein. Du schickst deinen Atem in alle Richtungen und aus, besonders an die Stellen deines Körpers, die noch die Anspannung des Alltags festhalten. Ein. Mit jedem Ausatmen entspannst du dich mehr und aus. Du wirst ganz weich und leicht. Weich. Und leicht. Völlig entspannt. Du stehst an einem Strand und beobachtest, wie die Wellen des türkisfarbenen Meeres sanft über den schwarzen Sand schwappen. Das Türkis des Wassers und die dunkle Farbe des Sandes ergeben ein wundervoll harmonisches Bild, das deine Sinne verwöhnt. Du lässt das Rauschen des Meeres in deine Ohren strömen und spürst, wie es alle störenden Gedanken aus deinem Kopf vertreibt und sich eine angenehme Ruhe in dir ausbreitet. Die Sonne wärmt deine Haut, während eine leichte Brise sie zart und liebevoll streichelt und dich von allem, was du jetzt in diesem Augenblick loslassen möchtest, befreit.
Du lässt deine Augen über die schwarzen Felsen streifen, die den Strand einrahmen. Die Wellen schlagen sprudelnd dagegen, als würde das Meer fröhlich spielen und das Leben mit jeder Welle zelebrieren. Dein Weg führt dich weiter, weg vom Strand und hinein in eine einzigartige Landschaft, wie es sie nur hier auf Lanzarote zu geben scheint. Du hast das Gefühl, auf einem anderen Planeten zu sein, als du durch das karge Vulkangebiet wanderst. Vorbei an Kratern, Schluchten und Tälern, die dominierende Farbe dabei ist braun. Ihre verschiedenen Nuancen liebkosen deine Augen, entspannen deinen Geist, erden und beruhigen dich so nachhaltig, dass du eine tiefe Ruhe in dir spürst, die sich in alle Zellen deines Körpers ausbreitet. Du betrachtest erstarrte Lavaströme und die einzigartigen Felsformationen, an denen du vorüberläufst. Nur wenige robuste und widerstandsfähige Pflanzen haben sich hier angesiedelt. Vor dem Hintergrund des tiefen Blaus des Atlantiks wachsen mehrere Berge und Vulkankrater empor. Und du machst dich auf den Weg, einen von ihnen zu besteigen, umrundest dabei seine kräftige Statur. Läufst im Kreis nach oben, bis du den höchsten Punkt des Kraters erreicht hast und hinabblicken kannst in ein erstarrtes Meer aus Rotbraun, Grün, Grau und Ocker. Ein frischer Wind pfeift dir um die Ohren, als du dich umdrehst und die Aussicht über die Mondlandschaft Lanzarotes genießt. Thank you.
Du machst dich an den Abstieg und saugst dabei die einzigartige Atmosphäre in dich auf. Schritt für Schritt bewegst du dich weiter durch Lanzarotes Vulkanlandschaft und genießt jede Sekunde. Eine weitere Küste kommt in Sicht. Du hörst das Rauschen der Wellen, die an schwarze Felsen schlagen. Und gehst einen schmalen Weg hinauf auf einen solchen. Als du oben stehst, schaust du hinunter auf das wild tobende Meer. Aber noch etwas anderes schiebt sich in deinen Blickwinkel. Am Boden eines teilweise im Meer versunkenen Vulkankraters hat sich hier eine Lagune gebildet. Ein tiefgrüner See liegt direkt neben dem Atlantik zwischen schwarzem und rotem Lavafeld und den ockergelben Gesteinsstrukturen der Kraterwand. Ein spektakuläres Spiel der Farben, das du versunken in deren Betrachtung ausgiebig genießt. Du verlässt das Naturschauspiel des grünen Sees und gehst den schmalen Weg zurück zu einem großen Parkplatz. Ein Taxi steht dort wartend auf dich. Freundlich winkt dich der Fahrer heran und lässt dich einsteigen, um dich zu deiner nächsten Station zu bringen. Die Fahrt führt über die gut ausgebauten Straßen Lanzarotes vorbei an den kleinen weißen Häusern, die das Bild dieser Insel genauso prägen wie seine Mondlandschaft. Immer wieder erhaschst du auch einen Blick auf das Meer und lässt deine Gedanken treiben.
Schließlich hält das Taxi auf einem großen Parkplatz und lässt dich aussteigen. Nach wenigen Schritten gelangst du zu einer Treppe aus schwarzem Lavastein. Stufe für Stufe steigst du hinab ins Halbdunkel eines großen Vulkantunnels. Die Atmosphäre ist gigantisch, geprägt gleichzeitig von Ruhe und Kraft, Entspannung und Energie. Du saugst sie auf wie ein Schwamm das Wasser, während du am Ende des Tunnels eine sagenhafte Entdeckung machst. Ein klarer, stiller Salzsee liegt hier, verborgen unter dem kräftigen Gestein des Vulkantunnels. Du kannst durch das klare Wasser bis hinunter auf den Grund blicken. Ein schwaches Leuchten scheint zu dir heraufzukommen. Und so gehst du näher und kniest dich hin, um besser sehen zu können. Es sind winzige weiße Krebse, die im Wasser auf den Felsen sitzen und aufgrund ihrer hellen Farbe von innen heraus zu leuchten scheinen, wie Glühwürmchen. Welch ein spektakulärer Anblick. Du verlässt jetzt den Vulkantunnel. Gehst über den Parkplatz und steigst zurück in das Taxi, das auf dich gewartet hat. Ihr fahrt zurück ins Innere der Insel. Vorbei an der kargen Landschaft Lanzarotes zu einen und einem türkisblauen Meeresstreifen zur anderen Seite. Über dem Meer hängt ein tiefroter Sonnenuntergang und du beobachtest, wie auch die letzten Strahlen langsam im Meer versinken. Das Taxi hält vor einem kleinen weißen Häuschen, dessen einladende dunkle Holztür für dich offen steht.
Eine Reihe kleiner Lichter im Boden weist dir den Weg durch die nächtliche Dunkelheit, direkt ins Innere des Weißen Hauses. Dort angekommen, gehst du durchs Wohnzimmer, vorbei an deinen Koffern, direkt ins Bad und machst dich fertig für die Nacht. Herrlich entspannt schlüpfst du unter die kuschelige Bettdecke und machst es dir bequem. Deine Lider sind so schwer, dass du sie direkt zufallen lässt. Du spürst in die angenehme Müdigkeit hinein, die durch deinen gesamten Körper fließt. Du bist völlig ruhig und entspannt. Fühlst dich weich und leicht. Und so lässt du dich einfach sinken. Immer tiefer und tiefer in einen angenehmen, erholsamen Schlaf.